Hallo Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2 Replay mit mir, Alkosa, und immer noch Detta, der ist auch dabei. Guten Morgen. Ja, eigentlich haben wir es Nachmittag. Nein, es ist morgens. Okay. Mir ist immer morgen. Jo, 3 DLCs geschafft. Alle 3, um genau zu sein. Es gibt nicht mehr. Wir machen aber, bevor wir zum Endboss gehen, Detta, machen wir noch was Optionales, und zwar einen Boss namens Finsterschleicher. Der sagt mir überhaupt nichts. Echt nicht? Oder tust du nicht? Ich muss ihn sehen. Ich weiß, da war irgendwas mit diesem Dunkelheitskram, aber ich habe keine Ahnung. Ja, ich philosophiere auf jeden Fall gerade hier momentan viel herum, bevor ich jetzt losgehe. Deswegen dauert das gerade so sehr. Man benötigt auf jeden Fall diese 3 Opa-Gandals in dem Rollstuhl. Einer davon ist im Schattenwald. Ach, du hast die noch gar nicht alle gesammelt? Nee, ich habe erst einen. Und das war am unangenehmsten Ort, der Schwarzen Schlucht. Ja, und weil wir demnächst in ein düsteres Gebiet rennen werden, habe ich deswegen eine düstere Musik laufen lassen. Ich glaube, das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht erraten. Warte, vielleicht errate ich es ja. Okay. Alter, das müssen wir auch mal machen. Was müssen wir machen? Das ist so Musik einspielen, dann muss er das erraten, der andere. Können wir machen. Du weißt wahrscheinlich nicht, wer, ja. Ja, ich überlege noch. Okay. Habe ich das Spiel gespielt? Definitiv. Es klingt wie Metroid Prime, aber ich bin mir unsicher. Sag mir das mal so, du bist nah dran, das ist der zweite Teil. Oh! Echoes! Ja. So, auf jeden Fall muss ich hier in das hohe Gras rein und da runterfallen. Genau. Da ist nämlich einer da. Das war der einzige, den ich noch gefunden hatte. Ja, also den bei der Schlucht, den habe ich ja halt schon angesprochen. Den muss ich jetzt noch als nächstes machen. Und danach muss ich zu Schloss Strang Lake. Okay, ja genau, da muss man auch irgendwie durch den Boden fallen. Richtig, das muss ich jetzt bei mir machen. Da ist nämlich auch gleich ein Leuchtfeuer in der Nähe. Das Leuchtfeuer nämlich, aufgrund dessen, dass da ein Leuchtfeuer ist, gehe ich immer gern zu denen dann später. So, der labert das. Wir müssen nochmal zu allen hin, ne? Die haben alle so ein Portal. Ah doch, ja, muss ich. Das ist halt die nächste Kacke. Aber das kommt ja später. Erstmal, hey, eine Truhe. Mensch, könnte doch bestimmt was Gutes drin sein. Skeptikergewürz. Zielflug Seelenmasse. Und, okay, die waren auch gut damals. Mein Joke damals war, ja, die Seelen sind halt in der Massephase. Wow. Yo, was für drauf. Da kommen wieder die Trainingsjokes. Da kommen die Trainingsjokes, yo. Yo, ich hatte bei Dark Souls 3 hatte ich hier Smogs Beine an. Ui. Ne? Ja. Da war mein Spruch nur so, ja, never skip the leg day. Ja. Scheiße. Ausdauernde Beine, die waren richtig dick. Also das muss richtig dick gewesen sein, ja. Durchtrainiert natürlich. Ah, vom Feinsten. So, im Schloss angekommen, muss ich mich auch erstmal hier durchboxen. Ja, da musst du irgendeine Tür aufmachen, ne? Die dritte hinten links. Die sind bei dir noch nicht offen? Nee. Ich hatte ein Problem in dem Raum. Welchen Problem ganz genau? Ganz kleines Problem hatte ich. Naja, ich bin erstmal durchgerannt. Ja. Hab dann alle gepult, die sind mir alle hinterhergelaufen. Und dann habe ich jeweils bei jeder Tür einen umgebracht. Wow. Was? Das war nicht gut. Ich bin gestorben am Ende, weil dann halt alle Ruinenwächter auf mich losgegangen sind. Ja, deswegen ja. Da kommt ja überall ein Ruinenwächter raus. Ja. War keine gute Idee. Nee. Und ich habe auch hier auch einen an der Backe, weil ich die eine Seite schon aufgemacht habe. So. Nee, ich hätte es auch gar nicht auf dem Schirm mehr. Dass da die ganzen Viecher rauskamen. Ja, das... Die sind allgemein lästig und der Raum ist auch noch so klein und du weißt nicht, welche Statue bewegt sich jetzt nun und welche nicht. So, der lebt natürlich noch. So. Hey, Kosa, was hältst du von Mini-Dosen? Die empfinde ich für zu klein. Ich habe ja an sich nichts gegen diese 250, 330 Dosen, aber noch kleiner sollte lieber nicht sein. 0,15 Liter? Kein Problem. Ja, kein Problem, dass es die gibt, aber...
Was zahlst du für überhaupt für die Dinger? Boah, ich glaube, also für eine bezahlt man, glaube ich, 35 Cent plus 25. 60. Und warte, wie viele sind drin? 8. 2,40. Ja, geht eigentlich. Okay. Das sind halt verdammt mini, ey. Ja. So viel zwischendurch. Das ist doch. Warte, was hast du gesagt? Können wir machen? Ja, hier ist gerade ein bisschen. In meiner Aufnahme? Es ist sehr ausdauernd. Ja, tatsächlich, hier heftet lustigerweise, hier habe ich angefangen, meine Nüsse zu essen. Bei der Aufnahme? Bei der Aufnahme. Ich habe auch nicht so nachgedacht, weil ich dachte, hey, das schneidest du eh weg. Nee, Moment, das schneide ich gar nicht weg. Ah, da kommt noch so ein Ruinenwächter. Gott, die. Also ist eigentlich alles wie es war. Ja. Bleibt so schön Standard. Nur, dass ich ein Brötchen esse. Ja, hatte ich gerade nicht am Start. Könnte ich noch mehr machen später. Was hältst du von Rosinenbrötchen? Nicht so viel. Weil dann nehme ich lieber normale Brötchen und mache mir was drauf. Ja, ist ja so Milchbrötchen. Ach so. Die fluffigen mit Rosinen drin. Auf dem Bild sah es aus wie Schokolade. Ja, okay. Also ich denke es mal wahrscheinlich so. War eher ein Fehlkauf. Es schmeckt nicht übel. Es gehört jetzt nicht zur engeren Wahl von Sachen, die ich gerne kaufen möchte, so in der Hinsicht. Ja, aber im Angebot. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Nebenbei, das ist jetzt die Tür, wo ich runterplupse. Plups und ja. Klatsch. Den Hieb hast du noch mitgenommen. Ja. Und Fahrerrahmenzeug. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Auf der ersten Version. Ja. War auf dem Cover der Fahrrahmen-Typ drauf. Mit der Rüstung. Okay. Daher kennt man die. Ich glaube, die kommen da gar nicht durch, oder? Na, in der ersten Version von Teil 2. Okay. Du spielst ja die zweite Version. Das ist richtig. Und gleich alles drin ist. Und genau. Alles ein bisschen anders ist. Mhm. So, hier rede ich auch nochmal mit Opa Gandalf. Das ist Randall. Ja, er ist der Sucher des Dunklen und Geber des Dunklen. Mhm. Und wenn ich das wahre Dunkel suchen will, haben sie jede Menge davon. Wahrscheinlich so in so einen kleinen Spritzen drin. Für die nötige Dosis. Ja. So läuft das. Ja, Dunkelheit ist halt geil. So. Alter Glocken weg und dann mal hier der finsteren PK. So, Siegel auch bekommen und so ein Scheiß. Und jetzt ist sogar das Portal offen. Aber ich werde mir noch das Leuchtfeuer hier unten holen. Ist auf der anderen Seite, ne? Ja, ich musste erst mal kurz suchen. So. Ja, der labert noch sehr viel. Uff. So. Erstmal laufe ich hier wahrscheinlich einmal im Kreis, glaube ich. Ja, weil ich es nicht gesehen habe, den Eingang. Ja, das muss doch hier irgendwo sein. Ach, jetzt kommst du wieder dahin, wo du. Ach nee. Dachte, jetzt kommst du einfach wieder dahin, wo du runtergefallen bist. Ja, aber es ist eigentlich fast genauso da. Gut. So, schon hat sich das Problem mit Ruinenwächter und Dude geklärt. Ja, der Dude, der steht da unten immer noch, aber der ist so langsam. Ja, schon mal wieder. Wir betreten nun das dunkle Reich, oder wie man es nennen soll. Was auch gar nicht so einfach war. Das ist richtig, weil man sieht nicht viel, denn wie man sieht, ja. Man kann hier, man sieht nichts. Siehst du? Ist ausgerutscht. Ja, runtergefallen, ne? Oh Mann, ey. Da ist er kreativ geworden. Ich bin richtig kreativ geworden. Oh, weg. Ah, so, jetzt musste ich erstmal irgendwie gucken, wie geht nochmal das Portal an? Wie mache ich das denn? Menschenbild, irgendwas war da mit Menschenbild. Du musst menschlich sein dafür? Nee, nicht unbedingt. Tatsächlich. Hä? Du musst einfach nur den Boy wieder anlabern. Nee, nicht ganz, auch nicht. Du musst ihn eins geben? Richtig. Der bekommt von mir ein Menschenbild, damit er das Portal wieder öffnet. Ach so. Und da ich über 40 von den Dingern habe, ja, gönnt ihr. Ja gut, ja. Ja.
Gönn dir oder Meister gönn dir? Naja, Meister gönn dir auf den Rollstuhl gönn dir. Ja, ne. So. Teil 3, der Tutorial-Boss heißt irgendwie gönn dir. Also gönn dir. Ja, gönn dir, ja. Wir nennen ihn immer gönn dir und am Ende kommt nochmal Meister gönn dir. Achso. Ah, gehst du ja nochmal runter? Nee. Jetzt schade nicht. Diesmal finde ich den Weg, naja, wobei ich bleib hängen. Warte, erstmal. Nee, geht nicht kaputt. Toll. Ach, es ist echt dunkel da drin. Es ist dunkel, aber ich wollte keine Fackel anmachen. Nee. Obwohl es ja eigentlich auch nicht so verkehrt wäre. Oh. Ey, ich hab letztens mal Dark Souls 1 Randomizer gespielt. Wo alle Items randomized waren. Ja. Und hab dazu noch so ein Mod reingeknallt, wo das Spiel an sich dunkler ist. Na toll. Das heißt, auf der ganzen Map sah es ungefähr so aus. Widerlich. Oh ja, das habe ich. Es war krass und ich bin so froh. Ich hab einfach, das habe ich noch nie gemacht in Teil 1 so richtig, so auf Magier bin ich gegangen. Weil ich halt extrem viele Zauber gefunden habe und auch Stäbe. Und ich hatte einfach das Magierlicht. Alles klar. Somit waren die Gebiete dann genau wie vorher. Da hatte ich richtig Glück gehabt. Ich werde gerade richtig hart angenommen. Navel kennt man. Und ich denke mir so, scheiße. Da war das Geräusch gar nicht. Nee, jetzt wo du sagst, hätte ich vielleicht machen können. Ja, du kannst ja auch runterschubsen. Ein Cut, aber ich mach das ehrenhaft hier, ich töte ihn. Au. Ja. Zack. So, Havel, ich erinnere mich dran, ich habe die einfach mit dem Bogen weggeschossen. Was, die hier? Der Großbogen? Ja. Dadurch fliegen sie nach hinten und fallen dann runter. Oh. Na gut, erstmal hier mit denen mit der Florett-Waffe. Hier, das ist Ritter Ricard. Ist richtig, ich glaube, die trifft man ja auch als Boss. Zum als Teil. Boss? Es gibt im ersten DLC einen optionalen Weg, da läufst du so einen ähnlichen Weg wie durch das Loch, also mit überall den Statuen und ich wäre fast runtergefallen. Und da triffst du auf drei Bosse. Und die sind einmal Havel, dann so ein normaler Ritter und so ein Bogenschütze. Ach ja. Der war richtig scheiße und ich habe mir einen zweiten Anlauf gemacht, Alter. Cool. So. Ja, das Ding ist auch, finde erstmal heraus, was du jetzt machen sollst. Richtig. Theoretisch könntest du auch einfach durchrennen. Ja, also ich sag's mal so, dass ich das hier jetzt brauche, merke ich erst später. Oh nein. Oh doch. Oh nein. Oh doch. Oh nein. Oh. Ja. Na, theoretisch kannst du das anmachen und dann einfach irgendwo runterhüpfen, ne? Da, wo der Nebel ist. Theoretisch. Ja, da ist was dran, aber ich habe dann die Wege immer zu Ende gemacht. Wie lange irrst du hier jetzt rum? Na, wieso? Ich laufe doch jetzt schon Richtung Ausgang. Also immer alles gut. Und da ist die nächste Dame. Hey, dich nehme ich mal hart ran. Oh, nee, doch nicht. Da war das Geräusch. Ja. Oh, das war eine Pyromantie-Putzierin, oder? Nee, das ist eine mit zwei Krummschwertern, glaube ich. Hier, nee, Chotels. Oder Chotels, kann sein. Oh, ich dachte schon, du stirbst gegen den, deswegen hast du. Nee, ich sterbe gegen den Pflanzenmann. Kann man mal machen. Ja. Oh Gott, ey. So, jetzt wäre wieder Cut. Und da sind wir wieder bei der Dame. Und diesmal falle ich nicht runter. Ja, das sind Chotels. Das sieht man so schlecht, aber die trifft mich damit null. Na, sei froh. Die kann es einfach nicht. Ich find's auch krass, wie viel die ganzen Leute einfach aushalten. Ja, und dann können sie noch Flakons nehmen. Ja, und dann wollen sie noch einen Flakon nehmen, Alter. Nicht mit dem Commander. So, jetzt habe ich natürlich überlegt, so, ist das jetzt so richtig hier, weil da ist schon wieder so ein Abhang. Will ich da jetzt wirklich runter? Da musst du auf jeden Fall runter, ja. Damit war ich noch nicht sicher. Ich war mir halt nicht sicher. Runter. Bitte spring nicht runter. Du musst noch. Du musst noch das Ding entzünden. Das weiß ich ja später. Ich dachte mir erstmal so, vielleicht will ich das Licht mal anmache, sehe ich vielleicht ein bisschen mehr. Nee, irgendwie nicht.
Gehst du jetzt noch das Ding anmachen? Nee, du läufst dann später nochmal durch, ne? Korrekt. Ich sag ja, man muss halt erstmal rausfinden, was man machen muss. Richtig, für diesen optionalen Boss. Ja. Der ist einfach so extrem versteckt worden. Finde ich cool. Hm. Eigentlich. Es hat was. An sich, ja. Man dafür belohnt, dass man alles sucht. Sag ich mal. Ich war schon fast los, merke ich gerade. Nur leider erinnere ich mich nicht an den Boss. Ich muss ihn sehen. Den Fensterschleicher. Ja. Hm. Also wenn ich ihn sehe, werde ich ihn wahrscheinlich wiedererkennen, aber... Ich glaube, den habe ich auch nur zweimal gemacht oder so. Hm. Ist halt kein Rauchritter. Ja. Der war cool. Ah, unangenehm, der Typ. Jetzt gibt's einen Scheiß drauf. La 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 la. Alter, das geht hier den ganzen Tag so, gell? Das, ja. Deswegen kann ich immer nur nachts aufnehmen. Krass. Sonst bohren die hier einfach. Das ist krank. So, mein Alt ist jetzt ein tiefer ergeben oder so. Junge Untoter, das Dunkle, das euch befallen hat, reicht tiefer, als ich gedacht habe. So tief wie der Bohrer vom Nachbarn. Lasst uns sehen, wie viel Dunkel ihr ertragen könnt. So wie der Nachbar. Hast du auch irgendwas? Oder hab ich... Nee, das höre nur ich, oder? Nee, das gehört zu den Soundeffekten, die ich hier eingebaut habe. Was einzige große Lehre der Dunkelheit war, besteht nur noch aus Fragmenten. Jo. Aber langsam wuchsen die verstreuten Fragmente und absorbierten alles. Aber jetzt hast du es doch theoretisch, oder nicht? Nein. Wir werden die Pilger sein, die diese heiligen Städte besuchen. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe erstmal die nachklingende Seele. Mhm. So, jetzt habe ich hier einen Cut gemacht, weil, um zu zeigen, da, Kulebeng, muss ich anmachen. Ach so. Da, jetzt. Und das muss ich bei allen dreien verschiedenen Schluchten machen nebenbei. Sagte er gerade. Ja, sagte ich auch hier. Philosophierte er? Ja. In die Kamera rein? Das mache ich sowieso immer. Ich drehe da meinen Charakter um. Hey Leute. Hey Leute, hier, damit ich mal mit euch reden kann. Komm, ich nehme euch mal mit. Oh Mann. Scheiße. Hey, hast du schon das neue Dragon Ball Spiel gesehen? Was ist denn das neue Dragon Ball Spiel? Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Irgendwas mit Super Dragon Ball World Mission, kann das sein? Das Einzige, was mir jetzt so spontan was sagt, ist Super Dragon Ball Heroes. Genau. Super Dragon Ball Heroes World Mission. Okay. Naja, ich kenne nur die paar Folgen, die es dafür gibt. Und ich habe jetzt hier einen Cut gemacht zum Schattenwald. Ja, du bist da irgendwo runtergefallen und deswegen... Ja. Passt doch. Genau, ja. Oder so. Ja, die müssen noch an dem Portal arbeiten. Ja, das vibriert noch ein wenig und so. Nee, aber das wisse ich halt nur, es gibt ja zu dem Spiel noch so eine kleine Miniserie, die geht über eine Stunde ungefähr insgesamt. Das sind 10 Folgen. Echt? Momentan. Ja, ja. Mhm. Und da wird quasi alles mal reingeworfen, was so stark ist und noch stärker. Okay. Nee, also, ich habe das Spiel halt, aber... Okay. Ist das für ein Handy? Nee. Dachte ich auch erst. Ich hab's halt für die Switch. Das gibt's auch wirklich für die Switch, Alter. Klar, das gibt's auch für Xbox und für den PC und Playstation, das gibt's für alles. Aber es ist irgendwie geil. Also, es sieht so aus wie ein Lulli-Spiel. Hm. Das macht irgendwie Spaß. Dass man Dragon Ball spielen, wo man nicht Tasten smashen muss. Okay. Das ist echt ganz lustig. Weil in den kleinen Folgen, da gab es ja zum Beispiel auch so Sachen wie, da gab es einen Parallel Son Goku aus einer anderen Dimension und der kann ja halt zum Vierfachen werden. Genau. Und da gibt es natürlich mit Vegeta, die haben schon sich zu Vegetto gemacht als Vierfachen. Und so ein Scheiß. Ja, weil das, das gibt es auch alles. Da gibt es halt so einen super duper mega bösen Saiyajin mal wieder. Und den kriegt Son Goku halt in seinen Ultra-Instinkt-Blatt, aber das ist erstmal egal. Okay. Ja. Nee, nein, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also fürs Handy gab es ja immer so ein Spiel. Mhm. Du hast da dann dein Deck halt. Ja. Und musst damit kämpfen. Dieses blöde Kackvieh hier. Das kann auch heilen, ne? Echt? Mhm. Weg damit. Strüpp. Ekelhaft.
So, da ist noch ein Kollege. Hallo. Der ist irgendwie rot. Das gefällt mir nicht. Der ist rot? Ah ja, der hat irgendwas Regenerierendes an. Ja, irgendwie so ein Power, habe ich jetzt gesagt. Ich glaube, das. Du leuchtest jetzt grün, weil du Ausdauerregeneration hast und der hat auch irgendeine Regeneration. Ja. Ich Leben weiß nicht, was er regeneriert. Oder bestimmt Leben oder so. Alles weg. Jetzt regeneriert er gar nichts mehr. Nee, das ist korrekt. Hier ist auch gleich die nächste Kohlepfanne. Der Wok. Ey, Wok. Ich geb den heute den Wok. Geplattene Nudeln, süßer Wehr. Ah, M2, ich verstehe. Das ist doch nicht süß-sauer. Na, aber wenn ich will, mache ich süß-sauer rein. Ja, du kannst auch sagen, dass du süß-sauer willst, glaube ich. Ja, ich bin mir unsicher. Könnte auch einfach sein lassen. Ach, da geht's noch weiter, gell? Es geht da weiter, ja. Ich muss ja irgendwie wieder runterspringen. Feder. Hör auf, an Sachen zu denken, an die ich nicht denke. Nee, das Ding ist, wenn du mit der Feder rausgehst, dann gilt das nicht als abgeschlossen. Oh, gut zu wissen. Ja, so gut, dass du es nicht versucht hast. Gut, bin ich einverstanden. Was ist das für einer? Das ist nochmal der gleiche. Achso. Ja. Ich wollte gerade sagen, den da, war, schon. Da waren so unkreativ. Ein Havel kommt aber auch nochmal, glaube ich. Nee. Nee? Nee, ja, aber so ein anderer dicker Mann mit Schildkrötenpanzer. Ninja Turtle. Ja, yeah, das ist ein Ninja Turtle. Teenage Mutant Ninja Turtle. Das ist genau da, wo er hinpasst, unter der Kanalisation. Yeah. Tiefe Dunkle. Und die Truppen Asketen durch Feuer. Das ist schrecklich. Kann man eigentlich so einen Seelenfarm nehmen bis zu einem gewissen Punkt? Ja, aber stell dir vor, du machst einen zweiten Spielverlauf. Ja. Dann werden die Feuer nochmal erhöht. Richtig. Also wenn du das jetzt da schon machst, dann bist du im nächsten Spielverlauf, bist du halt da schon im dritten. Das kann sehr stressig werden. Ja, man sieht es nicht so. So weit denkt man nicht. Okay. Ich weiß, das habe ich ja auch am Anfang nicht gemacht. Ja. Deswegen. So, ich glaube, hier mache ich wieder einen Cut und dann werde ich nämlich zur schwarzen Schlucht gehen. Kannst dich noch an den Ort erinnern? Ja. Das ist scheiße. Wenn ich jetzt irgendwo runterfallen lassen musste oder so. Richtig. Und ich wollte auch runterspringen und da kommt der Verlassene. Und ich glaube, das war hier ungefähr. Und dann, wups. Uiuiui. Alter. Nein! Och, das sah so gut aus. Ja. Er stirbt oder ist Gift. Scheiße. Und nochmal mit Anlauf. Ich glaube, war das hier? Nein. Ah, verdammt. Ach nee. So, beim dritten Mal bin ich dann ganz langsam rangegangen. Hab sogar die Wurm gelegt. So eine Scheiße. Also hättest du es auch gleich haben können. Ja, ist richtig. War wieder knapp. Aber ich hab's geschafft. So, das war hier. Ja, vor allem bist du auch zu weit runtergesprungen. Richtig. Jetzt, wo du sagst. Scheiße. Weil noch weiter unten sind ja die Riesen. Genau. Da gab es ja die optionale Riesenseele. Ja. Das war das nicht sogar zwei? Es waren zwei Riesen da unten. No. Und auch die unangenehme Sorte. Ja, die großen mit den dicken. Mit den dicken Keulen, ja. Ja. Einfach rauspullen und dann einen Bogen töten. Habe ich auch gemacht. Kannst du ja. Meinen Part auch bei dir anschauen? Sag doch gleich, dass du mich nicht anschaust. Ne, so weit war ich doch noch nicht. Ja. Mann. Ich muss ja auch nebenbei noch was machen. Ja. Das ist der Dicke, von dem ich gesprochen habe. Der hat diese zwei Keulen. Alter, das sind zwei Dämonenhämmer. Mhm. Der hat die Schildkrötenpanzer. der ist wirklich ein Decker. Und dann kommt da so ein Pyroman-Typ noch hinterher und so ein Mr. Strauchbusch. Oh, warte mal, hat er so einen großen Kopf? Irgendwie ja, das, ne? Das ist der aus Teil. Alter, doch, die verbotene Sonne. Das ist der aus Teil 1. Dieser aus der gemalten Welt. Die gemalte Welt? Xandu, no? Das ist der dritte. Der? Na, auf dem Hof. Da invasiert er dich. Ich dachte, das ist dieses Ding aus dem DLC, was man sich da auf den Kopf stecken kann.
Nee. Nee. Das ist Xanu irgendwas. Ha. Cool. Das ist da in der gemeinten Welt, wenn du da draußen auf diesem Hof bist. Hm. Du warst wahrscheinlich nicht menschlich zu dem Zeitpunkt. Ich glaube auch nicht. Mhm. Weil da wäre der gekommen, hättest du ihn dann gekillt und dann wäre, wenn du aus dem Gebiet rausspringst, liegt dir dann auch die Rüstung von ihm. Oh. Na. Ja. Ich ja, war ja nicht unbedingt. Ich war ja nicht so oft menschlich im ersten Teil, war ja nicht notwendig. Öfters. Ja, das stimmt. Da war es ja nun wirklich egal, ob man menschlich ist oder nicht. Demzufolge war auch die Menschlichkeit, die ich bekommen habe, meistens immer Rotze. Ja. So, hier müsste ich jetzt bald auch, ich glaube, bei meinem Ziel sein. Mhm. Beim dritten Kohlebecken. Aber zuvor noch ein paar Verdorbe. Noch was? Ich hab auch rein. Vorhin. So. Genau, jetzt kommt er hier wieder. Den fanden sie so geil, dass sie ihn einfach nochmal genommen haben. Das Lustige ist, den Pyrotypen haben sie auch nochmal da unten stehen. Den fanden sie auch richtig cool. Ja, ich merke schon. Ich selbst habe jetzt nicht wirklich einen Gefallen an denen, aber okay. Nee, ach, der Pyrotyp, der kann halt die verbotene Sonne, aber mehr kann er halt auch nicht. Du meinst das, was immer Rosenstolz singt, wann kommt die Sonne? Nein. Den Move, den er da macht. Ach so. Okay. Was ist Rosenstolz? Scheiße. Ja, tut mir leid, Radio und so. Ist er Rammstein? Oh, so ja. Sonne ist das wohl er. Okay. Da ist das. Loot! Da ist den. Eno! Loot. Da ist nur noch Hotze drin! Nimm den Loot! Nein! Du kannst doch nicht einfach Loot liegen lassen! Das ist aber der geborste Auge. Okay, das geht doch! Mann! Das ist schon so oft passiert! Ja! So, nein, Kohlebecken fehlt. Du fehlst, ja genau, das Kohlebecken fehlt noch. Kohlebecken fehlt. Kohlebecken. Kohle. Yeah! Nochmal, es geht nur vorher. Sollen wir Fackeln anmachen? Hat er noch nicht. Will er noch nicht. Nee. Ich will das Ding finden. Ich glaube, das ist. Oder? Ja, ich hab's gefunden. Ich dachte schon, das wäre hinter dem Wasserfall. Das wäre gemein gewesen. Ja, aber nein. Das ist hier. Ja, aber nein. Easy. Entzünden. Jetzt die Frage, wo ist der Boss? Da springst du jetzt einfach rein und dann kommt der, gell? Ja, ich hab's soweit noch nicht gedacht, dass das jetzt schon gleich passiert. Ja, das dachte ich auch nicht. Aber jetzt erinnere ich mich langsam. Das ist so ein Viech. So ein Viech? Ja, gleich seh ich's ja, aber gleich siehst du's. Der Kampf war schrecklich. Der Kampf ist einfach nur total glückbasierend. Schrecklich? Ja, glückbasierend ist schrecklich. Ja, das ist genau wie die Bosskämpfe aus dem ersten Teil. Die DLCs finde ich auch alle glückabhängig. Das stimmt allerdings. Der, genau. Es ist, na, wie heißt er? Fitzerschleicher. Nee. Der Typ sieht aus wie... Sag jetzt nicht Tyrael. Doch. Nein. Davon gibt's noch einen anderen. Uriel? Ja, Uriel. Ach ja, hat Uriel auch vier Arme? Ich bezweifle es. Nee, aber... Die ist ja eher heller. Ah ja, jetzt habe ich auch so die Fackeln gemacht. Das war ziemlich gut. Ja. Schaffst du beim ersten Mal? Nein. Ich brauche tatsächlich mehr Anläufe gegen den. Ui. Das Problem ist halt wirklich die Phase 2, die ist einfach nur total random, finde ich. Ich überlege gerade, was die zweite Phase war. Das siehst du ja dann. Das wird wahrscheinlich relativ lustig sein. Das hier ist einfach so total lachhaft. Der ist so träge bei der Attacke. So, ja, Teleport, du bist ein ganz toller. Irgendwo ist er. Da. Hallo! Jetzt, ach ja, jetzt schießt er ein Laser. Boom. Ja, das. Wie heißt das? Lol. Die Attacke ist mies. Weil ich habe nicht gerafft, was er damit macht. Und dann merke ich es auf einmal. Oder? Ja. So, jetzt kommt Phase 2. Wumms. Ach ja. Vorteil: beide teilen sich das Leben. Ja, Nachteil ist, der eine kann nicht abschießen, der andere kann nicht schlagen. Richtig, die können halt random halt ihre Attacken halt durchsetzen. Ja. Das ist halt die Scheiße an dem Bosskampf. Wumms.
Und jetzt habe ich den anderen aus den Augen verloren. Wo ist er? Hinter dir. Sicher? Ja. Naja, Tatsache. Habe ich zu spüren bekommen. Ja, aber gut, wenn du ihn da auf der Hälfte nicht siehst, dann muss er wohl hinter dir sein. Und... Au. Down, weil sie sich beide gleichzeitig getroffen haben. Ich denke es mal auch. So von nahen, die Arme sehen echt eklig aus. Ja. Das waren Adern. Und weiter geht's. Mann. Ach so, du, ach, du hast gecuttet. Na klar, jetzt kommt die Genki Dama. Spawnt er da? Schön wär's, ne? Aber ja. Nee, ich bin tatsächlich wieder zu Schloss Dragonlake gegangen, hab mich da wieder durchgeboxt und bin dann halt da wieder runtergesprungen. Weil ich nehme den Ort dort. Ja. Weil, schwarze Schlucht tusch mir halt echt nicht an. Ja, ist so nervig. So, das war mir neu. Ist die eins. Nee, das war immer noch so eine Explosion wie vorher. Er hatte noch eine schwarze Kugel da drüben. Also bei da drüben. Die habe ich nicht gesehen, weil er hat auch diese Bewegung gemacht. Oh. Dem machst du auch nicht so viel Schaden. Ja, im Allgemeinen, das ist richtig. Aber der hält auch nicht so viel aus. Und ich habe keine Ahnung, das habe ich nicht gemacht. Das war wahrscheinlich das Aufnahmeprogramm. Was, das Heilen? Nee, das leichte Ruckeln da und dann die Slow Motion. Bei mir war keine Slow Motion. Bei mir schon, deswegen. Jetzt bessere Qualität hier. Siehst du, der hat zwei Kugeln da und gleich geht dann auch die andere noch los. Nö, der schickt da eine rein. Ja, aber hat er eben ja auch gemacht. Zum späteren Kampf, glaube ich, habe ich gemerkt, wie lachhaft eigentlich der Angriff ist. So, hier habe ich ihn gestackt. Nee, gestern. Ja, da hat er verdient. Jo. So, Genki Dama. Peasy, ey. Tchu, tchu, tchu. Ich finde das Feuer sah in dem Teil echt cool aus. Tchu, tchu, tchu. So, tchu, tchu, tchu. Ach, der Laser. Ja, Laser sei ich auch einfach. Muss eigentlich nur drunter stehen. Ja. Aber bei zwei ist das immer so schwierig. Ja, kannst du halt nicht gut machen. Ah, jetzt, ich glaube, nee, noch nicht. Jetzt kommen die Kugeln wieder. Ah, bumm. Der Ausdauer ist auch immer am Limit. Oh ja. Ich freue mich schon auf den Tod. Nee, irgendwas muss er, es muss was ganz Schlimmes passieren. So in der Art, ja, er hat eine extreme Reichweite. Das ist im Boss fast tot, da passiert was. Da passiert was, ja. Boah, weißt du das nur? Das ist das Dark Souls Glück. Ach ja, stimmt. So, nächster Anlauf. Ja, easy. Ich glaube, ich weiß nicht schon, ob es bei dem Versuch war, aber da habe ich es irgendwann gerafft, dass der eine Angriff, den er macht, total lächerlich ist. Aber erstmal werde ich. Doch nicht getroffen. Genki Dama kommt erstmal. Warum ist der denn so lächerlich? Ja, hier das. Eigentlich brauche ich da gar nicht zu rollen. Ich brauche nur, um ihn herumzutanzen. Ja, du musst so rumlaufen. Aber ich merke es noch nicht. Jetzt. Schön angenehm. Nur nochmal. Ausdauer spannend. Ja. Und eigentlich könnte ich noch einen zweiten Hit verpassen. Ja, das ist greedy. So, da muss ich jetzt. Siehst du, nur weil du einen zweiten Hit verpassen wolltest. Ja. Da geht halt so sehr auf die Mütze von mir. Jetzt teilt das hier. Da muss ich eigentlich treffen. Weil dann mach ich Doppeltreffer. Ja. Hättest du da mal den schweren Angriff gemacht? Alter. Das setzt voraus, dass ich ihn jemals einsetzen würde, aber sind wir doch nicht lächerlich. Die Taste gibt's an meinem Controller nicht. Ja, ich warte hier jetzt mal ein Bild, pass auf, da wie ich das abgeknüppelt habe. Wer braucht schon RT? Ja. Niemand. Ja, ehrlich mal. Au. Ah. Schrecklich, schrecklich. Ich dachte mir jetzt so, das schaffe ich diesmal. Klar schaffst du es. Das kann doch nur was werden. Also, wenn nicht diese eine Sache gleich passieren würde. Ja, doppelt ins Gesicht. Zack, zack, zack. Ja, das sind 5 Schläge oder so gewesen. Ja. Ach, wäre das nicht passiert. Ja, das ging ja noch. Dann wäre der Kampf gewonnen. Bestimmt. Erstmal. Okay, das war's auch noch nicht. Jetzt macht er den Strahl wieder. Und die Genki Dama. Und die Genki Dama. Die haut rein. Nee, doch nicht. Okay, hab nichts gesagt. War nur Spaß. Piu.
Alter, da muss trinken hier. Oh nein! Nein! Wieder so viel Leben wie vorher. Ja. Geht da gar nicht. Die cheaten. Ja, das ist einfach diese Kombination an Attacken, die dann kommen. Das ist einfach so glücksbasierend, dass ich gegen den dann gewinne. Finde ich einfach. Ich weiß nicht, ich werde immer versuchen. Ja. Was würdest du versuchen? Was wird der Delta tun? Ich würde da versuchen, den Bohrer auszuschalten. Ah, verdammt, ich denke wieder. Ja, lass dir Zeit. Beim Rattern. Es rattert und rattert. Es rattert. Ich komme nicht drauf. Zack. Ich würde den Typen einfach one-hitten. Wow. Das klingt toll. Das klingt eigentlich nach meiner Idee. Magier wäre, glaube ich, hier der Shit. Nee, ich mache aber nichts Magisches. Ich weiß, aber ich meine, Magier wäre hier, glaube ich, der Shit. Okay. So ein paar Seelensperre. Kristallseelensperre. Dreifachen Damage. Ich meine, in Teil 3 kriege ich die Seelensperre auf 2400 Schaden. Okay. Wenn ich dann gleich zwei schieße, mehr Leben hat er nicht. Der maximal 3000 oder so. Kann ich ja halt so schlecht sagen, ne? Ja. Aber Seelen gibt da auch nicht gerade viele. Zählen. Nee, ist ja optional. Noch relativ einfach. Ich glaube, im zweiten Spielverlauf im Kampf kommen noch rote Phantome mit dazu. Das macht ja Spaß. Das klingt toll. Naja, das ist das Ding. Dark Souls 2, die Spielverläufe, die sind in dem Sinne anders, dass zum Beispiel bei der Sünderin kommen rote Phantome durch die Fenster reingesprungen und kämpfen mit. Und das wird halt über sowas geregelt dann. Das gab's ja vorher nicht. Das war aber cool irgendwie. Hey, diesmal denke ich aber nicht. Okay, komisch. Diesmal ist es jetzt so, ich hab's jetzt immer so zugeschnitten, wenn die zweite Phase kommt. Achso. Ja, weil in der ersten seht ihr nicht so viel Besonderes. Ah, das heißt, wir werden hier noch viele Tode sehen. Ich weiß nicht, was du meinst. Alter, dieses Born geht mir so hart auf den Sack. Ich dachte, das rattert im Kopf. Nein, das war jetzt Born. Okay. Wie gesagt, ich denk grad nicht. Okay, du. Ne, der Born to be Wild, ne? Ach, das ist ein Arschloch. Achso, ist das die Musik von dem Bosskampf? Ja. Ich habe eigentlich immer die passende Musik rausgenommen, also rausgesucht. Ja. Au. Ach, der Strahl macht ja gar keinen Schaden. Nee, nicht wirklich, aber er nervt halt. Und jetzt waren die beide. Anstatt zu rollen, du bist einfach aufgestanden und gerannt. Ja. Das hätte ich doch volle Bude treffen müssen. Warum? Nein. Doch. Bam. Alter. Das ist so gemein, ey. Ihr seid gestorben. Mal wieder. Erneut. Ich finde das nicht in Ordnung. Ah ja, wir werden gleich wieder beginnen, Phase 2. Ich hätte angreifen müssen, naja. Ja, du denkst halt, wie der explodiert. Dark Souls Spieler, genau. Ich muss weg, das explodiert. Ja. Aber ich würde denken, wie ein Speedrunner, weil die kriegen das immer locker hin. Ja, wäre easy. Die wissen halt genau, was sie machen müssen. Das ist sowieso, ja. In mein die Gesicht. Rolle hätte ich sparen können. Ja, richtig. Ah, jetzt kommt da drüben der Speer, na, das war klar. Ja, ich komme sehen. Bam, weil er es kann. Ich weiß nicht wieso. Das war Freude-Explosion. Freude. Ja, das ist nicht weit verbreitet in Dragon Lake. So. Aber es gibt doch Gegner, die sowas einfach können. Was, explodieren? Ja. Ja, das ist allerdings wahr. Das nennt man dann Freude-Explosion. Freude-Explosion. Autsch. Ja. Au. Mensch, das fängt doch schon mal gut an. Ja, das wird der Versuch, wo du es schaffst. Nein. Hab ich im Urin. Was macht dich da so sicher? Ich weiß nicht. Ich glaube eher die Frage ist, warum pinkel ich gerade? Machst du jetzt wirklich? Nein. Hast du eine Bonica-Flasche da? Nein! Nee, aber stell dir vor, das habe ich im Urin! Alter, was machst du? Okay.
Doch, komm, das sieht machbar aus gerade. Also, diesmal hast du nicht bei der zweiten Phase angefangen. Ach komm, jetzt faul, merkst du es erst. Einfach nur faul. Also schaffst du es nicht mehr in die zweite Phase. Was? Naja, dachte ich zumindest. Ja, jetzt macht das doch schon. Schade. Zack, zack. Bäm, der war gut. So muss es ablaufen. Ja, jetzt liegt er gleich. Ich habe halt den Easy Way genommen, das Spiel zu spielen. Ich habe halt das Großschwert und bin voll auf Stärke. Ja, ich gehe halt voll auf Beweglichkeit. Ja, mit dem Großschwert. Damals hatte es ja noch dieses Moveset, dieses Rollen und dann Zustechen. Das kann gut sein, ja. Das war auch wundervoll. Das hat auch am meisten Damage gemacht, weil Stichschaden immer sehr stark ist. Es gibt ja extra ein Regen, was gegen Stoßschaden ja hilft. Ja. So. Wenn der Streit mich jetzt nicht getroffen hätte, aber egal. Sag ich doch, dass du da versuchst, du das schaffst. Na und? Der wusste scheiße aus am Anfang. Ja, immer die so kacke aussehen, ey. Von 33.000 Seelen, das ist schon okay. Ja. Kann man mal mitnehmen, ich meine, haben oder nicht haben. Ist jetzt nicht gerade die Welt. Ja, aber. Auf jeden Fall liegt da, der Finsterschleicher. Der optionale Boss. Jo. Easy. War ja kein Problem, war ja First Try. So ungefähr. So, jetzt sind wir hier. Und der Herr hatte natürlich noch was zu sagen. Ja. So. Junge Untoter, ihr habt das wahrhaftigste Dunkel in euch entdeckt. Es war schon immer da. Ein tiefes, tiefes Dunkel. Ja, danke. Das Dunkel, dem wir alle uns stellen müssen. Ihr müsst euch auch den Finsterschleicher stellen. Wir brauchen den Abgrund, jetzt mehr als je zuvor. Wofür? Ich weiß es nicht. Xantus Sachen und Höhepunkt. Das ist der... Xantus Sachen und Höhepunkt. Ja, den Höhepunkt erreicht, Leute. Besser wird's nicht. So ungefähr. Aber ich dachte, weil sie ja in die Dunkelheit wollen, dass sie eigentlich eher einen Tiefpunkt wollen. Ja, stimmt. Ja. Nee, das ist Xantu-Klamotten ist das mit diesem komischen Kopf. Xantu hieß der. Ach so. Was habe ich gesagt? Xanthol? Xantu. Genau. Naja, wir steigen jetzt auf jeden Fall nochmal ein Level auf. Und dann ist auch dieser Part. Du machst es auch richtig random eigentlich. Mittlerweile ja. Sehr geil. Mittlerweile wirklich. So, und im nächsten Part kommt das große Finale auf uns zu. Hey. Und ich würde sagen, bis dahin, macht es gut und auf Wiedersehen. Ciao.